Das war nice gerade. Jo, das ging aber gerade ab hier. Das Spiel stammt übrigens 2004, 2005 so im Dreh. Wer sich auch holen will, wer eine Xbox seinen eigenen nennen kann. Mit 360. Also die erste Xbox, wenn ihr es noch irgendwo kriegen solltet, dann versucht euch die Black-Version zu organisieren. Die Standard-Version, die ist wirklich nicht schön, richtig schwer und so. Noch schwerer als das hier schon. Wie viel habe ich jetzt? Ich kann ja nebenbei so quatschen. Denn es gibt drei mögliche. Entweder normal Xbox 1, denn wenn ihr eine 360 habt, dann müsst ihr wie ich den Weg gehen und Dingens. Euch das Spiel für auf dem 360 Marktplatz euch ergattern, gibt es derzeit für 800 Microsoft Coins. Also auch nicht die Welt. Oder die Variante, die ich bevorzuge, muss ich wirklich sagen, ich bin kein Fan von der PlayStation. Aus diversen Gründen. Aber da muss ich wirklich sagen, ich habe mir mal das Remake von Ninja Gaiden 1 angeschaut. Das nennt sich dann Ninja Gaiden Sigma, beziehungsweise Sigma 1. Das haben sie echt gut hinbekommen. Ein paar neue Waffen, die jetzt hier auch teilweise drin sind. Die Grafik sieht echt geil aus, muss ich sagen. Also teilweise noch cooler hinbekommen als hier schon die Zwischensequenzen. Selbst dieses, dass die Sigma-Version ja eher die weiche Variante ist vom eigentlichen Spiel. Das kommt bei mir gar nicht so. Ich meine, ich habe das Spiel natürlich nicht im Schrank, da ich keine PS3 besitze. Möchte ich auch gar nicht. Weil es hat ja so den Ruf weg, dass da kein Blut kommt und so. Die Sigma-Teile. So. Ach komm, bis 12. Eine Runde machen wir noch und dann gehen wir hier weiter. Na komm. Puh.
So, gut. So, jetzt werden wir auf 12.000. Das passt. So, wir können jetzt erstmal noch nicht weiter, da die Papierwand zerschneiden. Wir brauchen nämlich hier was aus dem Untergrund. Nämlich... Ne, dann war es in einer anderen Kiste. Und ihr seht schon, wir können noch nicht unsere fliegende Schwalbe wie aus Teil 2, ja? Das kommt alles noch. Fänge das Samurai jetzt bekommen. Und damit können wir jetzt zurück zu halt eben dieser Samurai. Ja, uns wird jetzt das hier gelehrt, dass wir uns da so hochkatapultieren können. So, dann ist da ein richtig großer Kritikpunkt bei mir beim Spiel. Man kann nämlich meines Wissens nach nicht einstellen. Ihr seht, kein An-Ausmachen, keine Einstellungsoption, dass man den Talisman der Wiedergeburt nutzen darf. Wer es nicht weiß, was ist das? Man hört schon, wenn die Lebensenergie von uns auf Null geht, dann würden wir uns automatisch mit dem Talisman wiederbeleben. Und das ist nicht schön. Dafür können wir aber bis zu 3 auf normal tragen. Das ist der Vorteil allerdings dafür. Also ich... Nö. So, jetzt haben wir einen Speicherpunkt. Könnt ihr ja lesen. Also das ist jetzt nur so ein bisschen Gefasel. Braucht man nicht. So. Ihr seht schon, ich habe schon mal meine Speicherstände überarbeitet. Das war Kapitel 6, glaube ich, eben. Nicht, dass ihr vorausahnen könnt, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, dass wie viele Kapitel das Teil hat. Ach, Rückenwind, okay. Dieses Zerpuffen von den Gegnern, das ist übrigens original so, das wird auch in Sigma so sein, falls ihr euch die Sigma-Version holen solltet. Da kann ich euch beruhigen, das ist in allen Ninja Gaiden 1 Versionen gleich. Wie gesagt, das Spiel ist aus dem Jahr 2004, deswegen nicht überraschen lassen. Es wurde halt nur bei der Xbox auf dem 360 in den 360 Marktplatz integriert. Und ich denke nicht, dass Microsoft etc. da den Preis anheben wird von 800 auf irgendwas Höheres. Und wir wären damit schon beim Level Boss. I see you have made it this far. Gut. Wer das ist, das wird sich noch herausstellen. So, meine Taktik gegen den ist einfach Wandsprung zu benutzen. Da weiche ich zwar gelegentlich mal aus, aber letztendlich ist es die sicherste Variante. Ich möchte hier schließlich nichts verschwenden. Hier ist ja beinahe ins Auge gegangen. Ja, auch hier ein Kritikpunkt wieder, die Kamera. Gerade bei dem Teil ist die Kamera nicht so schön, weil man auch die nicht von manuell drehen kann, sondern nur hinter sich zentrieren kann. Ich meine, man kann beim Zweier die ein bisschen drehen. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Ihr seht, der kann auch greifen. Also langsam zieht sich das hier ein bisschen hin, ne? Ich merke das schon. Komm mal ran hier.
Aber wir ziehen uns so langsam die Energie ab. Das wird. Komm mal ran. Mit seinen Nunchankos, so nennen sich die ja. Na, wir haben dich ja bereits. Wäh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na gut, komm. Na, jetzt treffe ich irgendwie nicht. Na egal, wir haben ihn erfasst. Komm mal ran hier. Na komm. Willst du mich verarschen gerade oder was? Schade. Aber finde ich cool, dass der auch so ausweichen kann. Hat der Itagaki auf jeden Fall gut hingekriegt. Der war ja hier auch noch mit von der Partie. Nicht so wie in Teil 3. Den ich übrigens nicht machen werde, weil ich das Spiel zu kotzen finde. Mal auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal gesagt, mein Flop des Jahres 2012. Ohne Mist. Ohne Mist. Also Ninja Gaiden 3 nochmal zur Wiederholung. Ist mein Flop des Jahres 2012. Ah, the Dragon Sword. So your father is still in the sacred wilderness. Yes. He has entrusted me with the sword while he continues his training. He never seems satisfied with the power he wields. Someday you will come to understand the pursuit of power. Perhaps beginning with your training here. And what of the sister blade, the Dark Dragon? Has he left you in charge of protecting it as well? It remains in the village under the protection of my father's clan. They will ensure that the sword remains untouched. Its dark power sealed. It is a shame that such a sword must go untouched. Such power unused. Alas, I am not of the dragon lineage. The sword is not of my concern. Master Murai, the Hayabusa village! Mastered you. Okay, gut. Anführer der Ninja. Kapitel 2. Das Dorf des Ninja-Clans der Hayabusa. Das Dorf ist ein Flammenmeer. Schon bald muss Ryu die Schreie seiner Brüder hören. Okay, bevor ich den Part beende, gehe ich hier noch ein Stück. Hier gibt es nämlich noch, weil ihr müsst wissen, das Spiel speichert nicht nach dem Abschluss eines Kapitels ab. Deswegen gehe ich hier noch zum Speicherpunkt wieder hin. Von eben. Wir können jetzt erstmal das ganze Stück zurückrennen. Wer den zweiten Teil übrigens gespielt hat, gesehen hat, wie auch immer, den könnte dieser Bereich bekannt vorkommen. Da geht man im, auf diesen Bereich trifft man in einer etwas veralteten Fassung. Also in NG2 betritt man dieses Areal nochmal gegen Ende des Spiels.
Ist aber auch egal, soll nur so ein kleiner Hinweis sein. Das finde ich nämlich genial, dass man das wieder sieht. Das fand ich damals richtig cool. Wie dem auch sei, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier in Kapitel 2 von Ninja Gaiden Black. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also, bis dann und ciao.